Seit 2 Jahren lebt Sendegyön Gössi mit ihrer Familie in Gensandorf. Vor einigen Jahren wurde hier das erste sogenannte Co-Housing-Projekt Österreichs errichtet. Hier sollen Nachbarn nicht nebeneinander, sondern miteinander leben. Die gebürtige Rumänin Sende könnte sich kein schöneres Zuhause vorstellen. Also ich war überhaupt von dem überrascht, wie gut das funktioniert, also wir haben noch die Bananenschachtel in der Hand gehabt und da kam schon der Reinhard und hat gesagt, heute gibt's Gulasch. Also das war mittendrin in Einzug, die erste Schachtel, die wir reingetragen haben. Es gibt Gulasch, kommt, isst. Knapp 80 Menschen wohnen inzwischen im Lebensraum. So nennt sich die Co-Housing-Gemeinschaft in Niederösterreich. Auffallend sind die vielen Kinder, denn das 8 Hektar große Anwesen bietet optimale Möglichkeiten für Kinder aufzuwachsen. Von eigenen Tieren bis zu zahlreichen Spielplätzen bietet der Lebensraum alles, was ein Kinderherz begehrt. Die Bewohner sehen im Co-Housing viele Vorteile. Die Vorteile, da im Lebensraum zu wohnen, liegen einmal auf sozialer Ebene, einfach weil man im Austausch ist mit anderen Leuten, weil viele Familien da sind, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wo einfach Möglichkeiten für Interaktionen stattfinden oder da sind. Und da ist die Architektur einfach so gestaltet, dass das stattfinden kann. Ein wichtiger Treffpunkt ist die gemeinsame Großküche. Hier wird unter der Woche füreinander gekocht. Heute ist David an der Reihe. Er kocht für 30 Nachbarn. Die Küche ist einer der wichtigsten Gemeinschaftsräume. Neben Wohnzimmer und Fitnessraum treffen sich die Bewohner hier regelmäßig. Doch es gibt auch Zeit für Privatsphäre, denn die eigene Wohnung dient als Rückzugsort. Eine 55 Quadratmeter Wohnung kostet im Monat 650 Euro. Der große Vorteil beim Co-Housing liegt also nicht bei den Mietpreisen. Die Ersparnis ist nicht in der Miete, weil die genauso billig oder teuer ist wie alle Genossenschaftsbauten, sondern die Ersparnis ist beim gemeinsamen Tun. Wir kaufen gemeinsam ein, es fährt praktisch nur eine Person einkaufen und die anderen können es sich von da dann holen. Wir haben ein Carsharing-Auto, das von 4-5 Familien genutzt wird. Aber natürlich kann das Leben in Gemeinschaft auch Probleme mit sich bringen. Toni Matosic hat über Jahre die Entwicklung des Co-Housing-Projekts evaluiert. Ja, die Nachteile sind natürlich, wenn man in einer Gemeinschaft wohnt, dann muss man sich anschauen, was sind meine Rechte und meine Pflichten. Wo muss ich was investieren und wo bekomme ich was? Ein schönes Beispiel ist das gemeinsame Kochen. Wenn ich mich bereit erkläre, auch einmal im Monat zu kochen zum Beispiel, dann haben die anderen was davon. Aber irgendwann muss ich auch was tun. Und das ist sicher ein Prozess, den muss man halt immer mit Gesprächen und so muss man entwickeln. In Österreich ist Co-Housing noch weitgehend unbekannt. Das liegt vor allem an den schlechten Förderungen für Wohnprojekte mit vielen Gemeinschaftsbereichen. Trotz allem bildet für Sende der Lebensraum in Gensandorf den perfekten Wohnort. Ich bin Nachbarschaft gewohnt von zu Hause aus Rumänien. In Wien haben wir das nicht gehabt. Da hat mich ein halbes Jahr gekostet zu wissen, wer spielt Klavier über mir im Wohnhaus. Und ich bin immer noch sehr überrascht, auch nach 2 Jahren, wie gut das funktioniert. So wie Sende geht es derzeit auch allen anderen Bewohnern im Lebensraum. Dementsprechend können derzeit keine neuen Wohnungen vergeben werden. Allerdings sind bereits ähnliche Projekte im Bau.